Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Warworld. Heute der vierte Run. Ich hoffe, wir schaffen den ersten Boss diesmal und kommen ein bisschen weiter. Wir haben wieder 4000 Gold. Ich würde gern, oder ich habe mir jetzt den Speed gekauft, wie ihr gesehen habt. Und hier kaufen wir uns noch etwas Rüstung, weil wir sonst nicht mehr Geld haben, beziehungsweise mehr von der Währung. Dann gehen wir auch gleich rein. Ich hoffe mal auf ein frühes Upgrade vom Buddeln, weil das hat mich gefühlt immer so ein bisschen zurückgehauen. Gerade der Anfang ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man da so lange buddeln muss. Und hier haben wir haben gleich so ein Biom. Das ist gut und schlecht, weil die grünen Dinger, das sind die, mit denen man reparieren kann. Aber das Problem an dem Ganzen ist, diese Felder brauchen ewig zum Abbauen. Und unser Bohrer hat uns nicht weit genug reingebracht, wie wir sehen. Dass wir was Gutes haben. Wenigstens sind hier ab und zu mal so ein paar Lücken. Ja, das hier dauert ewig. Ewiglich. Boah, wir brauchen da dringend eine Verbesserung. Das ist vielleicht auch schlecht, wenn man zu nah dran ist. Ich habe so das Gefühl, jetzt wo ich so ein bisschen weiter weg bin, geht es ein bisschen schneller, könnte aber auch nur ein Gefühl sein. Okay, hier, das ist auch lustig, aber ich glaube, da gibt es unterschiedliche Gesteinstypen wie der hier. Immer weiter lasern, das ist immer noch Schaden, den die kriegen. So. Wusste ich nicht. Na, verdammt. Hat mir Schaden gemacht. Die Rakete zünden sollen, nicht idiotisch. Schließlich kann ich damit zumindest eine Einheit fertig machen. Ich sehe schon, das ist ein schlechter Start. Im schlimmsten Fall. Oh. Hier, da seht ihr es, hier sind nur so diese kleinen Steine, das ist so ein bisschen schneller. Aber die Sachen, wo hier sind, wo dann Wurzeln reinwachsen, das dauert dann ein bisschen länger. Okay, dann gehen wir nochmal hoch. Ich habe natürlich vergessen, dass ich hier ich glaube, ich buddel mich jetzt noch ein bisschen hoch in der Hoffnung, dass ich vielleicht das nächste Upgrade finde oder das Upgrade, was meistens hier drin ist. Weil ich habe so das Gefühl, wir sollten woanders hingehen. Ja, ich denke, wir verlassen diesen Ort, weil das ist wirklich schwierig, gerade für den Anfang. Und gehen nochmal nach oben. So. Hier ist echt, also ich habe zwar gute Materialien, kann auch F, kann ich auch ein bisschen hier Bohreffizienz erhöhen, das hier erhöhen wir und dann haben wir keine Ressourcen mehr. Ah, dann haben wir hier nur den alten Mann. Was die Zyrex betrifft oder wie sie die alten Schriftrollen bezeichnet werden, Zyrex,
können wir mit Sicherheit sagen, dass sie uns nur als Gottes Strafe für die Schändung Edens geschickt wurden und diesen Wesen sind. Ich glaube, wenn man das Ganze zusammensammelt, dann kriegt man auch einigermaßen eine Story raus. Hui. Ja, das war natürlich übers Ziel hinausgeschossen. Ah, das sieht doch schon leicht besser aus. Hoffen wir, dass wir hier irgendwo ein Power-Up finden. Mal ganz nach hinten vorbuddeln erstmal. Hier sieht man aber auch ganz schön die verschiedenen Gesteinsschichten. Gerade, ich glaube hier, da vorne, das sind größere Steine als da oben und die größeren Steine brauchen natürlich länger. So. Ja, perfekt. Befrei schon mal und buddel mich noch ein bisschen. So. Jetzt zurück, weil ich sehe schon, dass die nächste Welle kommt. Das bedeutet, ich hoffe, wir kriegen da irgendwie entweder diese Station, wo wir aufbauen, also das die Gebäude, oder die Drohne. Ah, Geschützturmreplikator. Perfekt. B für bauen. Direkt gleich mal gebaut. So. Na, da unten. Das ist super, weil das Ding, das ist genauso gut wie eine Drohne, glaube ich. Also, beziehungsweise, das und eine Drohne sind auf einem ähnlichen Niveau. Nur, dass das, davon kann nur mehrere haben. Also wenn wir den ersten Boss bekämpfen, wäre es natürlich gut, wenn wir an jeder Mine, die wir, an der wir gerade stehen, so einen Teil haben. Wie beim ersten Try. Wo, oder bei Folge 2, wo wir so weit kamen. Jetzt müsste ich hier noch... Die Mine ist ein bisschen verwobener. Wenn wir Glück haben. Kommt hier hinten vielleicht noch eine Waffe, wo ich mich gerade so schnurgerade nach hinten. So, komm, wir müssen doch irgendwann müssen wir Land sehen. Okay. Ja, gut, dass wir so früh los sind, weil eigentlich bin ich ja schon spät dran. Aber der Turm, der macht's. So. Kann ich meine Rakete abschicken? Das ist jetzt wieder eine Riesenmine. Ich meine, allein die Ressourcen, die ich hier habe, da muss ich jetzt gleich mal updaten, weil wir können Bewegungstempo, Bohreffizienz, wir können einen Haufen Sachen upgraden und wenn ich sehe, nee, da können wir nichts upgraden. Reparieren brauche ich auch nicht. So. Ah, jetzt bohren wir ja förmlich alles kaputt. Mit dieser Bohreffizienz, also bohren wir, jetzt bräuchten wir nur noch das Update, dass der Bohrlaser größer ist. Oder so ein Doppelstrahl. So, jetzt mache ich mal mir eine Abkürzung.
einfach mal hier so durchbohren. Ich habe das Gefühl, wir müssen oben rum. Ja? Schön gar nicht. Vielleicht geht es hier unten noch. Nein. Also wird wohl kein Versteck geben, also kein Vector Boni. Außer es meldet sich jetzt hier oben plötzlich was. Aber ich glaube, die gehen auch immer nur nach rechts. So. Das ist jetzt natürlich doof, weil meine Base... So. Okay, das hat ordentlich Schaden genommen. Das dürfen wir nicht nochmal machen. Das war richtig mies. So. Blitze ich aber noch einmal durch, weil wir haben jetzt zumindest 2700. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und die Ressourcen hier, die brauchen wir ja, um die Gebäude aufzubauen, damit wir dann den ersten Boss schaffen können. Ich würde mich auch hier zuerst mal nach oben arbeiten, weil letztes Mal oder die letzten Male habe ich immer mich nach unten gearbeitet. So, wir sind voll, dann würde ich sagen, jetzt geht's. Ja, ich achte gerade auch nicht so darauf, die Ressourcen mitzunehmen. Ich will einfach hier raus. So. So. Jetzt kommen wir in eine Wolke. Wolken sind ja immer die Punkte, wo Gegner spawnen. Wobei ich jetzt hier auch wieder bisher sind nur Gegner von unten. Okay, bisher noch alles okay. Das war eine einfache Welle. Also, selbes Prinzip wie vorher. Wir arbeiten uns so schnell wie möglich nach hinten durch. In der Hoffnung, einen Power-Up zu bekommen. Aber wir haben wohl kein Glück. Wobei, solange so eine Konstruktion da ist, dass es hier noch hoch geht. Das sieht schlecht aus. Saugen. Ja, ich glaube, da haben wir diesmal Pech. Gar nichts. Noch nicht mal eine, so eine Sonde oder sowas. Das ist richtig mies. Also, das ist leider schon ein schlechter Run, muss ich sagen. Vielleicht bin ich auch einfach nur... Genau das habe ich gesucht. Das sollte nämlich Minimum drin sein. Ich habe einen Overdrive. Okay. So.
Mal gucken, die kleinen Viecher schießen, die großen schießen nicht, die lassen nur irgendwelche kleinen Viecher los. So. Eigentlich war die Höhle ja ziemlich lukrativ, deswegen gehe ich jetzt nochmal rein. So. Da fällt mir ein, bevor ich das mache, sollte ich vielleicht nach Upgrades suchen. Okay, das... Oh, Bohrereffizienz. Ja, die Bohrereffizienz nehmen wir. Die Reichweite erhöhen. Klingt super. So. Ja, das ist... Das war ein gutes Update, weil jetzt ist es wie wirklich so... Ja, wir schnetzeln uns da förmlich durch. Okay, die Höhle ist jetzt auch gleich fertig. So. So. Nochmal den Trick anwenden, um mehr Ressourcen abzustauben. So. Echt extrem, also wenn ich überlege, wenn der Beutel nochmal vergrößert wird, dann habe ich eine Menge Rohstoffe. So, und jetzt kommen wieder Gegner. Das ist immer die lila Anzeige, dass die Gegner kommen. Ich finde es schon cool gemacht, dass die diese Anzeige dann bieten. Und natürlich, dass es auch eine Möglichkeit gibt, das zu verringern. Das hat so... Es hat auch was Weltliches, so nach dem Motto, man kann es nicht verhindern, dass sie kommen. Aber wir haben was gebaut, mit dem wir die zumindest stören können. In dem Sinne, dass wir sagen, okay, ja, die brauchen halt jetzt länger. Ich glaube, jetzt müsste die Welle kommen, die immer in den Wolken kommt. Das ist so, als wechselt man das Gebiet. Ich muss aber schnell Minen finden, damit ich wieder die Türme aufbauen kann. So. So. Das ist jetzt wirklich doof. Okay, zum Glück schießt er jetzt gerade noch die Einzelnen. Oh, da ist eine Mine. Ja, das ist so ein bisschen schwerfällig, wenn es da um... Oh je, da sind drei von denen. Ach, deswegen sind so viele von den Viechern da. Ach du Schande, was sind das für Wellen? Hilfe! Oh je, das ist eine sehr kurze Runde. Robot Spider wurde zerstört, da waren zu viele einzelne Gegner, da bin ich wieder... Ah, das ist blöd. So, Schaden 500 feuert eine Predator-Rakete ab. Dann kaufen wir das gleich. Oh, das feuert dann Zweier? Feuert eine Aufreißer-Rakete. Na, dann habe ich das schon mal abgegradet und wir werden uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder zum ersten Boss begeben können. Das war, ja, vielleicht etwas Pech. Ich hätte nach unten gehen sollen, nachdem ich die Wolke aktiviert habe, dann hätte ich den Turm noch gehabt. Naja,
Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei wart und hoffe, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.